Jetzt habe ich doch glatt mal gar nicht getippt. Ich will das jetzt so lange durchziehen mit dem Tippen in unregelmäßiger Regelmäßigkeit, bis ich da einfach mal komplett richtig liege. Und selbst dann mache ich es irgendwann mal wieder, aber erst einmal allerseits. Und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Die Qual der Wahl. Zwölf Sprengladungen, eine Splittergranate und eine Schrotflinte. Das reicht gegen Pappwände. Wer lädt denn noch? Ein Gegner lädt noch. Ah, ein Garageneinfahrt. Ich guck mal Keller. Keller sind sie. Nicht. Sehr schön. Der nee? Das ist doch gerade was erschienen. Ich dachte, das wäre eine Willkommensmatte. Ach, Luke? Okay, die haben die Luke aufgemacht, verstärkt. Okay. Ich dachte, da hat jemand eine Willkommensmatte oder irgendwas hingelegt. Hast du ja eine Luke nach unten verstärkt? Ja. Oder? 10 Sekunden bis Einsatz. Noch 5 Sekunden. Ja, verstärkt und Schild drauf. Weiter zum Standort des Biogefahrgutbehälters. Die wissen, wo wir spawnen. Dann geh ich mal schnell in das Auto. Ich geh schnell hoch. Einer ist oben. Ich auch. Hinterm Schild hockt gerade niemand und die haben Jock. Okay, kennen wir schon alle. Nein. Ach Mann. Okay, Gabschrau, ich geh mal mit Fuse mit. Fuse. AVS greift. Okay, hat er da eins gelegt? Ja. Das ist der selbst reingefallen in sein Loch. Hat sich selbst gefused. Vor allem in sein Loch. Die Kamera. Ah, toll. Wo bist du denn? Im Raum hier beim Gewächshaus? Magazinwechsel! Maestro. Kugelsichere Kamera. Oder das, ja. Also Gabschrau ist nicht mehr, nur noch Kapkan. Ich suche mal, der war vorhin hinterm Schild. Wer wurde zerstört? Oh. Nee, du hast Kapkan zerstört. Aha. Liegt er dort im Gang? Ich wusste nicht mal, dass er da war. Ich hab einfach mal. Vor allem, ich hab die erste Granate habe ich gegen die Reste von der Wand da noch geworfen, rechts. Die ist, da habe ich dann den Joker mit zerstört. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die genau da bei ihm vor die Füße, zwischen die Füße landet. Oh, jeder hat einen gekillt. Und Fuse hat sich selbst umgebracht. Fuse-Ladung angesetzt, dann schätze ich mal, ist er nach hinten gelaufen, durch die Luke gefallen und rein in seinen kleinen Puck. Und wir beide sind die Einzigen, die
nicht gestorben sind. Den Raum sichern. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Oh ja, Anziehmatten. Hey, wer macht denn damit? Errichte eine Barrikade! 5 Sekunden. Standort des Biogefahrgutbehälters unbekannt. Weiterhin absichern. Lege Willkommensmatte aus. Was? Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter aufgespürt. Halte Willkommensmatte vor. Oh, Glas, na toll. Fenster gesichert! Das ist ein Teppich. Twitch-Drohne. Nein, ich habe sie nicht getroffen. Ja, was mit euch? Na, wo ist er denn? Rauch und niemand drin. Twitch hat mich, glaube ich, gleich. Ich wäre geströmt. Ja, Twitch hat mich gleich. Twitch ist wieder unterwegs. Ja, ich hab's. Hab's. Hast du? Okay. Nein, auch. Oh, Scheiße. Rechts, glaube ich. Ja, haben. Nur noch ein Gegner übrig. Links, glaube ich, links. Nein! Er hockt hinterm Sofa. Raum vor uns hinterm Sofa ist Twitch. Fast voll Energie. Schrotflinte. Auf die Entfernung. Ist klar. Schiebt sie übers Sofa, das ist eine Matte. Na. Nein. Sicherung des Biogefahrgutbehälters abhalten. Schade. Mission gescheitert. Eigener Druck neutralisiert. Mann. Mist. Zieht die mir auf die derbe Entfernung 40 Lebenspunkte mit der Schrotflinte ab. Ja, wie die rüberzieht, genau, Alter. Und du hattest zwischendurch deine Läsionmine in deiner Waffe drin in meiner Kameraperspektive. Ich dachte erst, du hast ein Tachanga-Geschütz abgenommen. Die war auch ganz schön gut getan, dass ich die versucht habe zu umlaufen. Dann ja, 40 Lebenspunkte. Und die Schrotflinte hat viel zu viel Schaden gemacht.
Der Biogefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Ich höre sie schon. Ja, ich schieß mit Pistolen, vielleicht im Chefbüro. Das hört man aber nicht in der Garage, ne? Nö. Da, wo wir waren. Archiv. Was? Nee. Oder wo die Archiv. Waren. Nee, Archiv. Archiv? Ein Rekrut, okay. Gut gemacht. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Westenmann. Na, spring doch. Und Spritzenmann. Noch 5 Sekunden. Weiter zum Standort des Biogefahrgutbehälters. Meine. Meine. Doof, schießt du da drauf, Alter? Reicht da nicht ein? Ich hab bloß einmal. Ich hab 51 Schuss. Also, Hauptseilkameras kaputt. Am Tresen ist jemand am Infoschalter. Ah, geht wieder rein. Schade. Bei dem Auto hoch? Ja. Sprengladung wird Ich glaube, im Vorraum ist niemand, kann ich nicht genau sagen. Im Vorraum zwischen Infoschalter und Archiv. Oh. Ja, Vorraum ist sauber. Ja, der Typ ist schon drin. Unten ist einer. Oh, bei mir im Keller. Moment, da geht er jetzt zur anderen Seite. Er ist hier schon drin. Wenn du gerade scannst. Mann. Okay, ich bleib jetzt auf der Seite. Ich kann nicht die ablenken. Ist ich ja gleich im Bereich. Ella ist tot. Kam aus der Garage. Ich bin gleich im Bereich, ich kann reingehen. Nein, links von mir. Ah, oh, Mann. Behälter nicht rechtzeitig gesichert. Mission des eigenen Trupps gescheitert. Dass der sich spritzen kann und nicht stirbt dabei, wenn ich die schieße, Alter. Das ist doch nicht wahr.
Ein Schwachsinn neu. Brauchst du den Shit? Ne, ich hab selbst einen. Dann nehme ich mal da keine. Mann, die machen sie aber auch spannend. Die letzte Runde, die davor und die erste. Dass du ja deine Splittergranate gemacht, das war auch nicht unspannend. Na, unspannend. Zweite Runde war spannender. Den Raum verbarrikadieren. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Bin ich mal gespannt, ob die hier reinkommen. Weiß schon, wo ich die bösen Augen anbringe. In deinen Augen gehen? An meinem Kopf. Die Drohne der Gegner hat Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Es bleiben noch 10 Sekunden. Böses Auge eingesetzt. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Na, ich will das aufs Bild pappen. Nee, ist blöd. Böses Auge bereit. Vom Tunnel, warte. Blackbeard haben sie. Okay. Hoffentlich springt hier keiner auf, dann bin ich sofort tot. Nein! Schildträger ist tot. Dieses blöde Gebimmel nervt. Ein Gegner verbleibt. Ich guck mal, böse Sorge. Wisst ihr genau, wo er ist? Serverraum? Ja, auf jeden Fall. Ja, müsste schon drin. Okay, da ist ein böses Auge in der Nähe. Wenn er durch die Tür will. Ich weiß, der jetzt noch anders lang geht. Hier hinten auf jeden Fall. Okay. Also Luke ist offen, die Türen, Treppenhaus und Garage zu. Sei mal ruhig, sei mal ruhig, sei mal ruhig. Eigener Fuß, die Kreisade, die da hinten. Laut Chat, Schrotflinten-Rekrut. Oh ja. Ja. Ich glaube, die Partie ist allgemein spannend. Weil 2-2. Ist doch nicht... Wieder Verteidiger. Ist doch nicht schlecht, wenn wir nochmal in den Raum kommen. Wobei, dann wissen die jetzt vielleicht, wie sie es anders machen. Du hast gesagt, das passiert nicht mehr.
Hm, so ein Quatsch. Ja, hast du das erst mal gesagt? Ich hätte erst letztens wieder auf Oregon 5-mal hintereinander gleicher Raum. Nee, ich meine, dass wir dann... Nee, das passiert manchmal noch. Es war ja mal gesichert, dass man, wenn man vor Matchball Verteidiger oder Angreifer war, dann Verteidiger oder Angreifer nochmal ist, aber das hat sich schon geändert. Lass... Böses Auge eingesetzt. Die Drohne der Gegner hat Biogefahrgutbehälter lokalisiert. 10 Sekunden. Magazinwechsel! 5 Sekunden. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Okay, die spawnen beim Lieferanteneingang. Hab das Fenster einen Blick nach außen mit dem bösen Auge. Sieht nach Blackbeard oder. Ich versuch mal zu markieren. Kommt wieder vor, langsam. Wenn da einer drin ist, dann weiß ich es. Rekrut ist drin, hat eine Ellamine und Gummine gefunden. Rekrut direkt hinter mir und Drohne hat mich auch gleich. Einer ist drin. Direkt hinter meiner Wand ist jemand, direkt hinter meiner Wand. Genau links rum. Und am Fenster auch jemand. Dings schießen schon. Glass kommt nicht vor. Glass am Fenster und Rekrut. Neben mir immer noch an der Wand einer. Kann sich vielleicht die Pappe aufmachen. Ja, hier, der eine schießt schon von uns drauf. Der macht schon auf unten. Okay. Also solltest du mal ein bisschen deine Füße. In der Küche ist niemand. Jetzt kommt er rum! Leute, hat mich gesehen. Ist das dreist, was ich mache? Jawohl, verletzt. Einer ist draußen noch. Ja, Glas ist es. Küche ist noch sauber. Der stand direkt neben mir, als der vor ist. Glas raucht, ich schieß auf ihn. Krieg massig Schuss ab. Es kommt der zweite rein, Fenster der zweite. Scheiße. Aber du hast einfach zu viel mit deiner Kamera rumgespielt. Was bringt denn sowas nicht mehr? Na was denn, was? Hätte ja auch gleich tot sein können. Hat ganz schön viele Schüsse gefressen. Hätte ja vorher schon mal angeschossen werden können. Mann, oh Mann. Ich lag da an der Wand und der Rekrut kommt vor. Aber das war genau richtig, auf den zu schießen. Im Rauch konnte er eh nicht das böse Auge sehen und dann sowieso... hätte er schon genug Schüsse kassiert haben können und durch das böse Auge sterben können. Aber war nicht so. Tolle Partie und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, tschüss.